Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest. Heute werden wir einem alten Bekannten der Mana-Reihe einen Besuch abstatten. Dieser befindet sich in dieser Höhle. Und soweit ich mich erinnere, ging der Dungeon ziemlich schnell. Dauert nicht lange. Ich habe eben gespeichert, glaube ich. Ich speichere nochmal. Und ja, wir gehen rein. Ihr seid bestimmt gespannt, wer da auf uns warten tut. Es ist wirklich sehr cool, dass der hier schon im ersten Teil existiert. Allerdings könnte der Kampf wirklich sehr schwer werden. Ich habe Lebenszauber hab ich ausgerüstet. Und ja, mal gucken, wie oft ich sterben werde. Das wird bestimmt einige Male passieren, weil der ist wirklich stark. Und wie schon gesagt im letzten Part, Kenner der Mana-Reihe werden ihn, ja, Leute, die Secret of Mana gespielt haben. Und, ja, also zumindest die Leute, die Secret of Mana durchgespielt haben, werden diesen Gegner hier kennen. Ja, ich speichere noch einmal und los geht's. Es ist der Dark Lich, Thanatos. Oder wie er in Secret of Mana genannt wird, Thanatos. Und ihr seht, er macht mega viel Schaden. Aber wir sollten... Wow. Deswegen meine ich, man kann hier sehr, sehr leicht sterben. Seine Totenköpfe machen sehr viel Schaden. Allerdings ist sind wir in seinem Körper quasi geschützt, weil der hat quasi keinen Schaden. Nur sein Körper ist durch... Oh, wir haben ihn sogar beim ersten Mal geschafft. Sein Körper ist durchlässig. Hier heißt er Sensenmann. Sein Körper ist durchlässig. Allerdings seine Totenköpfe nicht. Und die machen, habt ihr gesehen, sehr viel Schaden. Und ich bin froh, dass ich ihn besiegt habe. Und somit erhalten wir den stärksten Zauber im Spiel. Den Bombenzauber. Das war's. Mehr gibt's hier nicht zu tun. Ich hab den Kampf ja eigentlich schwerer in Erinnerung. Na gut, ja. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Dr. Bowo. Zur Kristallwüste. Und fragen mal, wie wir den dunklen Turm, den Turm finden. Jetzt müssen wir allerdings erstmal wieder finden, wo der Turm ist. Also wo die Kristallwüste ist. War es nicht südlich? Wurde nicht gesagt, südlich der Kristallwüste war der Ort hier? Aber wir werden schon finden. Das wird schon irgendwie gehen. Ja, nee, nördlich denn. Gut, dann muss hier irgendwo Ish sein. Oh, Hallöchen. Das sind übrigens hier die, ich weiß nicht, ich nenne die Melonköpfe. davon gab es einen auch in Secret of Mana, ein Boss, eine große Version davon. Ish? Ja. So. Einmal absteigen, bitte. Warte auf mich. Nerv mich nicht. Ah, erstmal gehen wir schön ins Inn und dann sprechen wir mit den Bowo. Und mal gucken, und dann werden wir erfahren, was wir als nächstes zu tun haben. Wir müssen hier irgendwie einen dunklen Turm irgendwie holen. Und ja, mal sehen. Er weiß anscheinend mehr, wurde uns gesagt. Zibber hat es zumindest gesagt. Hey, endlich, in der Kristallwüste kannst du mit dem Bombenzauber die Höhle der Ruinen entdecken. Ja. Soll ich jetzt einfach Bombenzauber einfach... random irgendwo hinschmeißen, oder wie? Wie stellt sich das denn vor? Ist zufällig Bogart noch am Start? Den guten Herr vermisse ich. Nein! Nicht dich, alten Mann! Bogart! Du bist nicht Bogart, du bist Spitzkopf Larry in 20, 30.000 Jahren vielleicht. Darf ich mal... danke, meine Güte. Timmy! Gottes Willen, Alter! Ich wünschte, ich hätte dich umgebracht in dir ein Part. Wirklich. Ich will nicht Ruin von Vandol. Ich will Bogart besuchen. Bogart, geht's dir besser? Schon besser? Ich wusste, du würdest es tun. Hör gut zu, ab jetzt wird es gefährlich. Julius hat bereits die Macht des Mas. Er hat auch Alzheimer. Er hat das mir schon mal gesagt. Ja. Ich bin mit ihr. Ja. Und mein Charakter hat auch Alzheimer. Ich weiß doch, er ist gar nicht mehr in Wendel. Er ist doch schon längst woanders. Habt ihr keine Connection? Nicht mal eine WhatsApp habt ihr geschickt oder so? Müsst ihr doch wissen. Ich würde mir gerne hier einen Hut kaufen. Ich glaube immer noch mit einem Flammenhut rum, oder? Oder was?
Ja, erstmal gucken. Nee, ich kann mir keinen Hut kaufen. Ich laufe hier noch mit so einem alten Opalhut rum. Helm. Opalhelm. Gut, dann rüsten wir den Bombenzauber mal aus und dann schießen wir random in der Wüste Kristalle ab. Oder so. Gibt's irgendein Dich nehme ich natürlich mit. Du kommst mit. Hey, nimmst du dein Dodo mit? Natürlich nehme ich mein Dodo mit. Als wenn ich ihn hier lasse. Welcher Kristall sieht denn anders aus? Welcher könnte es sein? Das sind 1000 Millionen Kristalle. Ja, soweit ich weiß, macht der Kristall Schaden bei uns, wenn wir ihn berühren. Au! Ja, genau, der ist es. Bam! Sehr gut. Warte auf mich. Weiter geht's. Oh, wo sind wir hier denn gelandet? Ich rüste mir lieber einen Lebenszauber aus. Und dann speichern wir einmal. Einmal hier unten bitte. Und dann hier oben. Ah, Spiegel. Was war das denn? Das war... Ah! Müssen wir zufällig jetzt hier, ich weiß nicht. Mit was wir die besiegen können. Und damit geht das irgendwie. Ja, irgendwie geht das. Aber das ist auch nicht das Stärkste. Oh, die Schnecken! Wie mache ich die kaputt? Ich will ungern Magie benutzen. Eisschwert eventuell? Nee. Das ist zu kurz. Ich muss einfach kurz mal eben testen, mit welcher Waffe wir am meisten Schaden, bei dem mal Schaden machen. Das Kraftschwert auf jeden Fall nicht. Mit dem vielleicht? Oh, wow. Oh, wow. Das rostige Schwert ist ja mega gut. Okay. Wir befinden uns anscheinend in den Ruinen von Vandul. Oder? Hallo. Oh, was seid ihr denn? Hä? Das ist Golem, ne? Bei dir können wir keinen Schaden machen. Ah, ich will auch nicht Magie verschwenden, ne? Gehen wir mal gucken, was wir hier haben. Na, wobei, so stark ist das Schwert nicht gewesen. Wir haben wahrscheinlich schon Hits, gute Hits bei den anderen, bei den Gegnern gemacht. Mit dem anderen, ja. Aber immerhin machen wir mit den Schaden. Mit dem rostigen Schwert. Aua. Hör doch auf, mit mir selber abzuschießen. Meine Güte. Das gefällt mir ja so gar nicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Nee, bei dem machen wir keinen Schaden. Wie kommt denn da hin? Sag mal. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, was haben wir denn hier? Drache! Ein Drachenschild! Ist doch gleich wesentlich besser, ne? Speichern wir direkt mal ab. Und dann würde ich gerne da oben lang. Hallo, ist hier jemand? Ich gucke erstmal nach Wendel ab. Nach Wendel. Wieder? Ich hoffe nicht, dass der Raum sich wiederholt. Nee. Okay. Eieiei. Ich brauche Feuer, Magie. Komm, geh auch drauf.
So, was ist hier? Oh, was kriegen wir hier? Tracht? Oh, was? Neues Schwert? Das Drachenschwert. 105, Leute! Also, wenn das nicht nice ist. Können wir damit die Golems da besiegen? Auf jeden Fall machen wir damit Schaden. Oh, krass. Ja, ja. Oh, das ist cool, oder? Also, wenn wir abchecken. Wenn wir jetzt noch eine Drachenrüstung bekommen, das wäre mega cool. Ne, die können wir auch nicht damit verletzen. Okay. Ist ja nicht allzu tragisch. Alter. Das ist so nice. Und wir kriegen ein Level ab. Sehr gut. Ja, direkt mal wieder auf Kraft gehen. Und einmal speichern. Das ist doch cool, oder? Ah, Augen. Die ich natürlich nicht verletzen kann. Aber wegbören kann. Die erinnert mich ein bisschen an Suzu aus Monster Ranger. Kennt ihr den? Kennt diesen gelben hüpfenden Auge? Ja, der ist ziemlich. Ich mag ihn. Jetzt wo ich so drüber nachdenke, kann man die wenigstens verbrennen. Werden wir gleich sehen, wenn ich öfter mal auf einen Zauber. Nee, irgendwie nicht. Na gut, ist auch nicht schlimm. Wow. Halt. Okay. Irgendwie mag ich diesen Ort. Der ist halt wie so ein normaler Dungeon irgendwie aufgebaut, aber irgendwie mag ich das. Tidlim. Mücken schon wieder. Mücken und komische. Ach, diese Viecher sind halt so. Da ist nichts hinter, ne? Nee, und unten. Ich muss halt überprüfen. Nicht, dass wir nachher wieder irgendwo halben Kilometer Marsch. Warne mich doch das nächste Mal vor, Spiel! Halt! Um den kümmere ich mich mal gleich! Magie. Der kriegt nämlich volles Brezel reingebrettert. Habe ich jetzt schon gespeichert? Ich speichere lieber hier nochmal. So. Komm her. Das ist übrigens ein Sichelanbeter. Den kennt ihr aus der Mana. Ich weiß gar nicht, ob er Schaden macht. Es ist der erste Boss in Secret of Mana. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Schaden mache. Das kann ich nicht sagen. Nee, mache ich nicht. Ja. Hauen wir so rauf. Oh Gott, mein Leben. Dinge. Au. Ich muss auch kurz Leben machen. Alter. Essmagie. Magie. Lebe. Ja, wie gesagt, das ist der erste Boss in Secret of Mana. Hier allerdings ist er irgendwie. Hier ist anscheinend sein Nest. Ich weiß es nicht. Meine Güte, der hält aber echt viel aus. Und da ist er down. Gottesanbeterin bezwungen. Und so öffnen sich. Au! Was auch immer das hier ist. Ich rüste mir, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache im Spiel. Da werde ich aber erstmal hier, ne? So. Und dann speichern wir einmal. Was wollen die mir von mir?
Magie. Muss ich vielleicht die Bombenzauber drauf wirken? Oder eventuell mein rostiges Schwert ausrüsten? Ja, das war's. Das rostige Schwert entfaltet seine Kraft. Der dunkle Turm erscheint irgendwo in dieser Wüste. Nett, ich würde gerne mein Dodo mitnehmen, ja? Aber das rostige Schwert, was ist das denn für eine Macht? Das ist doch keine Macht. Wir gehen mal zurück nach, wow. Sehr großartig. Oh, die kann ich besiegen. Das rostige Schwert ist eigentlich stark. Es ist ja nicht schwach, ne? Wir gehen aber jetzt zurück einmal nach Ish, werden uns da genüsslich heilen und dann können wir immer noch auf dem Turm einen Besuch abstatten. Timmy! Es ist... Ja! Das ist schön und gut! Ja, bitte. Fragen wir jetzt mal Bowo, wie auch heißt, Bowo, ob er jetzt Näheres weiß. Endlich in der Kristallwüste kannst du mit dem Bombenzauber die Höhle der Ruinen entdecken. Habe ich zufällig, weißt du schon. Ja, okay. Ach, geh doch aus dem Weg, du bärtiger alter Mann. Boah. Apropos, alter Mann, hau ab. Fisch ab. Ich habe keine Zeit, mich um die zu kümmern. Wir werden hier einmal schön, saftig, genüsslich speichern. Und dann werden wir den dunklen Turm besuchen. Hey, nimmst du dein Dodo mit? Ja. Und dann fragen wir ihn auch gleich, ob er gewillt ist. Ne? So, jetzt suchen wir mal. Wo ist der dunkle Turm? Irgendwo in der Wüste, wurde uns gesagt. Also, die Wüste ist ja eigentlich nicht groß genug, oder? Die ist eigentlich nicht groß. Eigentlich müssten wir die irgendwo finden. Oh. Oh, nice. Bisschen flackernd, aber schon nice. Und der Turm ist groß. Aber da sind wir. Was ist hier links? Was haben wir hier? Oh, bitte, geht weg. Ich will erst mal gucken, was wir hier haben. Hier waren wir nämlich noch nicht. Eine Hütte. Wer bist du? Hallo. Oh. Komm, wir nehmen einmal Essmagie mit. Wobei, warte mal. Haben wir. Ich krieg grad Schnappatmung. Haben wir Schlüssel? Schlüssel, Elixier, alles super. Gut, ja, dann können wir ganz normal saftig speichern. Und dann gehen wir in den Turm rein. Ich meine, wir haben ja auch genügend Zeit dafür. Aber machen wir vorher hier mal ein bisschen. Das ist nicht das, was ich will. So, komm mal her, du. Was auch immer du darstellen sollst. Und da ist er doch. Er ist ja wieder erschienen. So, einmal safen und dann rein. Warte auf mich, Dodo. Ja, er heißt Dodo. Er ist kein Dodo. Ich bin Marzi. Dr. Bobo hat mich gemacht. Er ließ mich hier zurück. Ich warte seit 50 Jahren. Er hat mich vergessen. Nimm mich mit. Ich kann dir helfen. Ja, hallo Roboter. Was machst du denn so? Magieauffrischung. Oh mein Gott. Magieauffrischung? Er füllt meine komplette MP wieder auf. Das heißt, wir können uns jetzt durchbomben. Ja, Mann. Oh, nice. Alter, das ist ja mega cool. Bam. Wenn ich treffe.
Ja, aber Schaden machen wir nicht. Du kannst gerne meine Magie wieder auffrischen. Ist hier irgendwas hinter? Wo sind die? Da. Ach, damit können wir den Schaden. Ja gut, dann bleibe ich doch lieber dabei. Anstatt das Schwert auszurüsten. Diese Golems, ne? Ich habe irgendwie geguckt, ob wir genug Schlüssel haben, weil ein Turm dauert, heißt immer so ein bisschen so, das dauert. Ja? Das kann dauern, so ein Türmchen zu erklimmen. Wahrscheinlich müssen wir ganz nach oben oder so. Was da wohl auf uns zukommt? Na, immerhin haben wir den stärksten Zauber, den es gibt im Spiel. Damit kann uns nichts mehr. Und wenn wir den unendlich lang verwenden können, hält uns ja gar nichts mehr auf. Oh, was seid ihr denn? Sind das Enten mit im Mantel, im Umhang? Mega geil. Oh, Schwerter und Like, Dislike, Hände. Sowas mag ich überhaupt nicht. Aber ja. Super Magietrank. Ja, unnötig hier. Unnötig. Hau ab. Dich mag keiner. Einmal wieder auffüllen. Das ist wirklich so nice, oder? Da könnte man sagen, was man will. Das ist mega cool. Oh, was haben wir hier? Eine Steintafel? Der Mana-Baum wächst durch Energien der Natur. Ja, cool. Kriegen wir hier Backstory. Der Mana-Baum wächst durch die Energien der Natur. Schön. Ohne Krapschhand und eine Dislike-Die-Like-Hand. Ah! Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwelche Wände einreißen muss. Kaum habe ich es gesagt. Bamski. Ja, ja, stirb. Karte? Da geht aber ganz schön in die Breite der Turm. Ich will nicht, dass er in die Breite geht. Er soll lieber in die Höhe gehen. Einfach alles wegknaller hier. Das ist so cool gemacht, oder? Oh, yes. Ja, machen wir ein bisschen Wille hoch. Ein bisschen mehr Magie kann nicht schaden. Wie die Enten uns abstechen wollen. Okay, die haben Säge. Hallo? Ach, hier geht's hoch. Bam! Okay. Stacheln. Das ist so mega cool mit dem Explosionszauber. Dass das so, dass wir halt damit jetzt alles wegknallen können, wie wir wollen. Das ist nicht out of context verstehen. Schneidet die Szene nicht raus. Und benutzt nur diese eine Sample. Nicht falsch verstehen. Es ist nicht toll, alles wegknallen zu können. Wobei, ja, eigentlich schon, aber... vergesst jetzt einfach, was ich gesagt habe. Das ist ja fürchterlich. Finden wir hier auch eine Steintafel eventuell? Hier in dieser Ebene. Ich glaube, in jeder Ebene gibt es eine, oder? Ja, ihr könnt rübergehen, ne? Oh. Und man kann runterfallen. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ist natürlich gut zu wissen, dass wir nicht runterfallen sollen. Ich mag den Turm irgendwie. Ach Gottes Willen, jetzt darf ich hier nochmal komplett irgendwo anders lang. Einmal kurz bitte die Magie wieder auffrischen. Danke. Ja, ja, ich wusste, dass das war hier. Gut, dann war ich hier hoch, glaube ich. Muss schon in die richtige Richtung zaubern. So.
Will jetzt bloß nicht runterfallen. Das ist so geil. Wirklich. Das ist so cool. Du gefällst mir immer mehr. Du bist echt der nützlichste Begleiter hier im Spiel. Wirklich. Ohne Witz. Ohne Witz. So, diesmal gehen wir nach rechts, oder? Waren wir rechts schon? Nein, da waren wir noch nicht. Okay. Und somit kriegen wir auch schon das nächste Level ab. Ey, hier kann man echt wirklich cool leveln. Wirklich sehr cool. Oh, hier ist schon die nächste Steintafel. Was steht denn hier geschrieben? Wasser aus dem bösen Mana-Baum verwandelt Menschen. Wasser aus dem bösen Mana-Baum verwandelt Menschen. Ein übler Teufelskreis zwischen Energie und Mana. Das klingt böse. Ist damit eventuell die Geschehnisse aus Dawn of Mana bekannt, gemeint, weil dort ist ja Anis und dann die Wurzeln des Mana-Baums und wahrscheinlich kommen daher so einige Sachen her und die verwandelt die Menschen in Krimslies und sowas. Das kann natürlich sein, ne? Dass damit die Geschehnisse gemeint sind, weil Dawn of Mana wurde ja sogar von Square Enix damals gesagt, es spielt 100%. Ist das in der Timeline? Der Anfang. Das wurde damals explizit gesagt. Und dementsprechend muss das ja irgendwie auf die Vergangenheit beruhen. Ne? Ich meine, wir wissen ja nicht ganz genau explizit, können wir ja auch nicht sagen, in welchen... Ich habe keine Magiepunkte mehr. In welchen, wo genau die Story von Mystic Quest spielt, ne? Das kann ja keiner auch, weiß keiner. Das wurde ja auch nicht gesagt. Als ob wir hier schon oben sind. Ne, wahrscheinlich müssen wir noch weiter höher. Aber das ist ein guter Ort zum Speichern. Und eigentlich auch ein super Ort, um die Part zu beenden, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.